So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute ist es sofort mit der Aufzeichnung, denn in der Nacht ist mir meine Grafikkarte abgeraucht, mein Rechner funktionierte nicht und ja, ich musste eine neue kaufen, beziehungsweise alles ab und hinstöpseln und ich versuche jetzt erstmal hier ein Video in voller Länge so zu abzuarbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob hier unten das angezeigt wird. Ich denke nicht. Wie gesagt, neue Grafikkarte, aber mein zweiter Monitor funktioniert nicht. Deswegen erstmal so ein Probedurchlauf bzw. halt ein Live-Durchlauf. Dann ist jetzt hier auch der Risikohinweis lang genug gezeigt worden. Dann starten wir hier mit Gold und Silber. Zuerst einmal kurz Gold. Heute ist ja Freitag. Kann man sich die Wochenkerze ein bisschen genauer anschauen. Hier kann eben, was ich auch schon gestern und glaube ich auch schon vorgestern erzählt habe, ja, hier kann noch ein Tief fehlen. Der Abprall ist jetzt erstmal, ja, natürlich nicht bullisch. Die Kerze, ja, kann man jetzt schwer vielleicht einordnen. Also mega bullisch würde ich sie jetzt auch nicht halten. Nur an sich die Kerze, aber Möglichkeit nach oben und ich denke auch so nach wie nach unten sind da. Tageschart konnte eben auch nicht der EMA 200 zurückerobert werden, jedenfalls nicht bislang. Heute wäre wichtig, ja, wenn es heute noch einen Wochenschlusskurs bzw. einen Tagesschlusskurs über 1270 geben sollte, besser sogar, ja, sagen wir mal so 1270 US-Dollar, dann sollte man zufrieden sein für dieses Chartbild. Kurzfristig waren ja gut, ja, sogar 15, fast 15 Dollar möglich nach dem Signal. Gab es ja auch nochmal einen Rücklauf, da hätte man auch noch billiger einsteigen können. Nichtsdestotrotz, ja, ist man, wer jetzt nicht keine Teilverkäufe gemacht hat, noch ein Plus und kann, wie gestern schon erwähnt, den Stopp nahe dem Einstand oder eben auch und 6, 7 US-Dollar nach oben ziehen. Mehr kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Schauen wir das noch erst im Rainbow-Chart an. Hier liegt jetzt ein Deckel eben bei 1266. Zu Silber war ja, das war schon gestern einfach sein klar. Hier fehlte absolut die Dynamik nach oben. Hier wurde eine Abwärtstrendlinie gebrochen. Das ist die einzig wirklich extrem bullische Kerze. Dann gab es hier nochmal eine und hier. Aber sonst eher schwach hier die ganze Kerzenformation. Dann gestern bis 16 Uhr nochmal ein Versuch über 17,70 auszubrechen. Und dann hier der Niedergang, sage ich mal. Neues Tief gab es noch nicht. Auch die Marke, die ehemalige Marke 1738, die auf Schlusskursbasis bislang immer gehalten hat. Aber zuletzt war die 1755 wichtig und die wurde jetzt klar unterschritten. Hier gab es einen Rücklauf heute Nacht. Also wenn, dann wäre es hier erstmal ein kleines positives Zeichen wird, wenn diese Marke überschritten wird. So, dann kommen wir zu den deutschen Werten. Da fangen wir mal mit der Lufthansa an. Ich schalte hier auf die Xetra-Börse zurück. Da sieht man das Gap gestern und der Abprall dann am EMA 200. Hier kann man jetzt ja nur festhalten. Hätte wenn und aber. Nein, würde ja 10 Cent drüber. Deswegen sollte man sich nicht aufregen. Also das Kauflimit lag. Ist jetzt hier doch klar, Low steht dran, 9,848, das ist Xetra. Also hätte man da das Limit bei 9,85, wäre wirklich ausgeführt worden, außer wären da gleich 50.000 oder 100.000 Stück gelegen, dann hätten wahrscheinlich nur die ersten das Limit ausgeführt bekommen. Aber sei es drum, also wie gesagt, eigentlich das Tief genau analysiert, 10 Cent dann hochgesetzt, weil man dabei sein oder ich dabei sein wollte. Hier
Das war einfach zu schön, die Kerzenkonstellation, den Abprall hier runter. Und eben da das Gap noch offen war, denke ich mal, gab es eben auch so eine, unter anderem so eine große Kursexplosion, weil viele einfach auf einen kompletten Gap Close oder noch einen größeren Rücklauf gewartet haben. Also hier kurzum, ja, perfekter Trade dann. Zu den anderen beiden, die in meinen Augen, ich habe es jetzt hier nicht ausgemessen oder die Performance nicht gesehen, aber ich denke auch eine Deutsche Bank seit dem, als es genau hier war, 14.10., also rund eine Woche, ich glaube, es war letzte, ja, genau letzte Woche, vor einer Woche, genau dieses, diesen Chart präsentiert. Gestern gab es dann, ja, wir sind hier auf Xetra, exakt hier. Ein Move nach oben. Der Rücksetzer fehlt jetzt, sag ich mal. Heute konnte er noch ein Stück ansteigen, der Titel. Ob es jetzt dann so läuft oder ob man jetzt einfach hier sagt, gut, Wochenende können wieder einige News rauskommen bei der Deutschen Bank. Sei es drum, kann man auch Gewinne mitnehmen. Anfangsrisiko war ein Stück nach unten, Stopp wäre nachgezogen. Ob jetzt hier exakt schon das Risiko verdient worden war, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe den anderen Chart nicht hier. Ich denke, gerade so ist also ein Chance-Risiko-Verhältnis gerade von 1 jetzt hier gewesen. Was auch wie oft jetzt erwähnt worden ist, läuft hier auch perfekt. Vonovia, der nächste DAX-Wert, dürfte auch sehr viele anderen DAX-Werte outperformen. Also diese drei Werte, wie gesagt, wer sich vielleicht die Mühe macht, kann sich die mal raussuchen, dann im Prinzip, was war es hier? Da war es eben auch der 14.10. Bei der Lufthansa, schauen wir mal hier. Ja, war es auch der 14.10. Also, wenn man für den 14.10. mal nimmt und die Performance von allen DAX-Werten nimmt, dann dürften diese drei Aktien, andere wurden ja auch gar nicht vorgestellt, ja, in den Top 5 sein, wenn nicht sogar die wirkliche Top 3 sein. Ich schaue mal, ob ich das nachher auf die Schnelle oder bis heute Abend hinkriege. Guidance muss eigentlich die Funktionalität bieten, das auf die Schnelle anzuzeigen. Zum DAX kurz, jetzt hat man ja lange bei den anderen Aktien sich aufgehalten. Diese Kaufzone wurde ein-, zweimal nicht ganz erreicht, die Kursziele oben erwischt. Hier war das die Vorsicht Long Marke, was gestern kurz unterschritten worden war, aber auch so deklariert, dass es nicht auf Schlusskursbasis. Wer das jetzt aber auf Schlusskursbasis angenommen hat, ist nicht eingestoppt worden. Also ist auch dann das Szenario in dem Fall, wie gesagt, aber es war ja auch gar nicht erwähnt auf Schlusskursbasis. Sonst gebe ich es ja sehr oft an. Also hier, wer das getradet hat, also nur den Rücklauf und dann direkt vielleicht den Stopp auf Einstand nachgezogen hat, nachdem er gesehen hat, hier sind fast 50 Punkte Gewinn erreicht worden, der ist dann auch noch bei plus minus null. Also dürfte definitiv kein Verlusttrade sein. Sonst, ja, Microsoft hat sehr gute Zahlen gestern rausgebracht. Muss ich nachher selber schauen, wo der Wert dann steht. Und das Ausbruchsszenario australischer oder kanadischer Dollar läuft. Ich schaue mal kurz, was das gestrige noch geboten hat. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck gewesen wegen Grafikkartenneukauf. Hier gab es den, ja, exakt den Anlauf, Rücklauf, den Versuch hier auszubrechen, scheiterte leider. Und nun muss man abwarten, ob hier der Stopp erreicht wird oder noch das sehr spekulative, antizyklische Setup aufgeht. Also wie gesagt, das ist definitiv sehr spekulativ. Wenn es wirklich jetzt hier aufgeht, dann hat man hier wirklich wieder ein schönes Tief erreicht oder beziehungsweise erwischt. Abprall ging halt leider nicht durch. Danke fürs Zuhören oder beziehungsweise für die Aufzeichnung.
und bis später.